Mensch und Maschine. Die Verbindung, ja, Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Homo sapiens ist eine Vorstellung, die Menschen schon lange fasziniert. Und zwar nicht nur Forscher, sondern auch Filmemacher und Comiczeichner. Wie Dr. Octopus, der bösartige Gegenspieler von Spider-Man, beweist. Mit seinen vier krakenartigen Roboterarmen, die er per Gehirn lenkt, öffnet er jede Tür. Das soll in Zukunft auch ohne martialische Metalltentakel für jeden möglich sein. Und zwar per Chip, den der Mensch unter der Haut trägt. Getestet werden kann das jetzt schon auf der diesjährigen CeBIT, wie Björn Siebke und Jörg Isen für uns dort beobachtet haben. Dies ist kein OP-Tisch. Hier wird am vernetzten Menschen gearbeitet. Bis vor kurzem gab es Chips unter der Haut nur, um Hunde und Katzen zu markieren. Auf der CeBIT in Hannover werden nun auch Messebesucher markiert. Bei Tim Kuchenbäcker ist die Neugier größer als die Angst vor dicken Nadeln. Ganz ohne Blut geht es aber nicht. Es ist schon anders als bei einer normalen Spritze, hat schon ein bisschen mehr gezwickt. Kuchenbäcker ist für eine Medienagentur im Auftrag der Aussteller auf der CeBIT. Der Messeberichterstatter sieht viele Vorteile, sich chippen zu lassen. Ich glaube tatsächlich, dass das die Zukunft ist. Davon bin ich überzeugt. Zukunft? Schon jetzt lassen sich mit dem Chip Türen öffnen. Also das ist jetzt meine Haustür zu Hause. Man sieht, sie ist abgeschlossen. Ich kann hier dran drehen, es passiert nichts. So, ich habe auch keinen Schlüssel mehr. Ich habe meine Hand, würde jetzt sozusagen Tür aufmachen und könnte reingehen. Passwörter für den Computer braucht man nicht mehr. Die Zutrittskarte fürs Fitnessstudio überflüssig. Und selbst der Autoschlüssel kann abgeschafft werden. Das ist ja gerade der Charme daran, dass ich das im Körper trage. Ich kann es nicht mehr verlieren, es kann mir nicht mehr geklaut werden. Aber nicht alle IT-Experten finden das wirklich praktisch. Egal, wo ich den einbaue, es hindert meine Beweglichkeit. Üblicherweise wird er zwischen Daumen und Zeigefinger ja implantiert. Das ist ein Bereich, wo sich der Körper sehr stark bewegt. Also wo ich tendenziell auch viele Irritationen habe. Und deshalb hätte ich da schon an der ersten Stelle das Problem. Und dann wäre da ja noch der Datenschutz. Wer sich dem Implantat auf 3 mm nähert, etwa beim Handschlag, kann die Daten lesen. Das ermöglicht Identitätsklau. Das soll nun ein neuer Chip verhindern, der sich nicht so leicht kopieren lässt. Er bekommt ein verschlüsseltes Signal. Nur wenn er es korrekt entschlüsselt, wird der Zugang gewährt. Dadurch weist das Implantat nach, dass es nicht kopiert wurde. Dieser neue Implantatchip wird auch auf der CeBIT gezeigt, zurzeit noch als Prototyp. Er wird in den Mittelfinger eingesetzt, natürlich wieder unter die Haut. Das ist gut, meine Katze hat auch so einen kleinen Chip. Das ist sehr hilfreich. Damit kann sie ihre Katzenklappe öffnen und die anderen Katzen bleiben leider draußen. Aber bin ich eine Katze? Ich glaube, das ist noch nicht so weit. Dennoch, Schätzungen der Hersteller zufolge sollen weltweit schon mehr als 30.000 Implantatchips verkauft worden sein. Die Vision von der Verschmelzung von Mensch und Maschine, sie lebt auf der CeBIT.